So sahen früher die Vorbereitungen für eine Operation in der Kaiserswerther Diakonie aus. Hier Aufnahmen aus den 30er Jahren. Und trotz der besseren Hygiene hat sich im Prinzip bis heute nicht viel geändert. Es geht immer um den Dienst an den Patienten, ganz im Sinne des diakonischen Gedankens. Das war auch 1836 nicht anders, als der junge evangelische Pfarrer Theodor Fliedner die Diakonissenanstalt Kaiserswerth gründete, um Frauen in der Krankenpflege zu unterrichten. Daran erinnert Klaus Riesenbeck, der heutige Vorsitzende der Kaiserswerther Diakonie. Theodor Fliedner bekam zwei Dinge zusammen. Zum einen war es die soziale Not seiner Zeit und er sah das Potenzial von unverheirateten Frauen, die sich außerhalb der Familie eigentlich beruflich nicht betätigen konnten. Und das brachte er jetzt zusammen, indem er sie ausbildete als Krankenpflegerin und dann eben auch einsetzte in Krankenhäusern. So entstand das Krankenhaus in Kaiserswerth, sozusagen um Ausbildungsmöglichkeiten zu haben. Die 180 Jahre währende Geschichte der Kaiserswerther Diakonie wird heute im dazugehörigen Pflegemuseum nachgezeichnet. In einem ehemaligen Gebäude des Krankenhauses und mit zahlreichen Originalgegenständen und Fotografien. Wir erzählen hier die Geschichte der Krankenpflege im 19. und 20. Jahrhundert. Das ist die Zeit, wo die Krankenpflege zu einem Beruf wurde. Und dieser Beruf war eine der ersten, die diesen Beruf ausübten, waren Diakonissen. Deswegen diese Diakonissenhaube, das kennt man noch, blaues Kleid, Diakonissenhaube, die machten früher Krankenpflege. Wir erzählen aber nicht allein die Geschichte der Kaiserswerther Diakonissen in der Krankenpflege, sondern wir erzählen, das ist uns ganz wichtig, die allgemeine Geschichte der Krankenpflege. Also wir haben auch noch die katholischen Nonnen, wir haben die Rotkreuzschwestern, wir haben säkulare Pflegekräfte vom 19. bis zum 20. Jahrhundert. Und das Krankenhaus in Kaiserswerth nahm im Laufe der Jahre eine rasante Entwicklung. Aus dem ersten Hospital in umgebauten Wohnhäusern wurde bald ein Ensemble mit mehreren großen Gebäuden. Hier in diesem Gebäude, das ist das Schwesternkrankenhaus gewesen, wo also Diakonissen gepflegt wurden. Auf der anderen Seite der Kirche war das Allgemeinkrankenhaus. Mit verschiedenen Kliniken für jedermann sozusagen. Es gab ein separates Kinderkrankenhaus und die Psychiatrie ist dann auf einem anderen Geländeteil untergebracht. So war das bis in die 70er Jahre und dann sind die somatischen Fächer alle rübergezogen in einen Neubau, der da entstanden ist, das heutige Florence Nightingale Krankenhaus. Auch die Behandlungsmöglichkeiten ändern sich im Laufe der Zeit. Heute umfassen sie viele Bereiche der modernen Medizin in 11 Fachkliniken und einer großen Notaufnahme. Wir haben die Schwerpunkte einmal in der Tumormedizin, wo ein breites Spektrum an Tumorerkrankungen behandelt wird. Ein zweites Themenfeld ist die Familienmedizin. Da rankt es sich so um Geburtshilfe. Wir sind die größte Geburtsklinik in Düsseldorf mit über 2000 Geburten jedes Jahr. Und ein dritter Schwerpunkt, den ich noch nennen könnte, wäre die Lungenklinik, die sich verbindet mit unserer Thoraxchirurgie, sodass also auch der ganze Schwerpunkt Lungenmedizin konservativ wie operativ hier behandelt wird. Nach dem Neubau von 2014 wird derzeit auch das alte Krankenhausgebäude saniert. Im kommenden Jahr kann dann die Zahl der Intensivbehandlungsplätze verdoppelt werden. Doch beim Anspruch bleibt alles beim Alten. Nach wie vor ist der Dienst am Menschen und an seiner Gesundheit oberste Maxime der Kaiserswerther Diakonie. Wie schon seit 180 Jahren.